Herr Hübel, AMEX unterstützt das Schülerprojekt am ÖHV-Kongress und hat jetzt auch über 3 Jahre Mach Karriere im Hotel, also die große Arbeitsmarktinitiative der ÖHV, unterstützt. Warum ist Ihnen Nachwuchsarbeit so wichtig? Ja, wir sind einfach der Meinung von American Express, dass der Nachwuchs in der österreichischen Hotellerie ein USP ist, der uns auszeichnet gegenüber und ein Wettbewerbsvorteil ist gegenüber anderen Destinationen vielleicht in Europa. Führt dazu, oder wo wir herkommen, ist einfach, dass Österreich zu den 10 beliebtesten Reisedestinationen für American Express Kartenmitglieder zählt weltweit. Ich glaube, das ist für ein kleines Land mit ein bisschen mehr als 8 Millionen Einwohnern sehr bedeutend. Und wir haben einfach gesehen, dass die Hotellerie bei uns sehr, sehr beliebt ist bei den Kartenmitgliedern. Mehr als 90% unserer Umsätze in der Hotellerie kommen aus dem Ausland. Und insofern glauben wir, dass wir auch eine Verpflichtung haben, die Hotellerie da zu unterstützen, indem wir sagen, wir wollen weiterhin die uns auszeichnen, also diese Gastfreundschaft unterstützen und wollen dementsprechend da mitwirken, um die Zukunft auch ein bisschen zu gestalten. Was macht AMEX, um die Hotellerie generell fit für die Zukunft zu machen? Das ist ein gutes Thema. Wir können natürlich nicht, wir haben nicht den großen Lenkungseffekt, um der Hotellerie zu sagen, und das wollen wir auch gar nicht, weil die Kernkompetenz obliegt der Hotellerie und nicht uns. Aber wir unterstützen insofern sehr gerne, dass wir sehr, sehr einkommensstarke und ausgabefreudige und reisefreudige, vor allem reiseaffine Kartenmitglieder haben, die wir dann immer wieder auch bewerben im Ausland an unsere Kartenmitglieder, um sie zu den Destinationen zu bringen, wo unsere Karten akzeptiert werden, speziell auch in Österreich.